Hallihallo, ihr Couchers, zur nächsten Folge Pokémon Trainer Challenge. Muss sogar erstmal wieder gucken. Okay, Terry Bug ist auf der 1, das ist gut. Gott, hier gibt es so viele random Kämpfe. Das ist ziemlich abartig, muss ich gestehen. Finde ich echt störend. Oh, mir war gestern schon mal aufgefallen, dass irgendwas da oben bei Klick zu fehlen scheint. Jetzt weiß ich auch, was es ist. Das hat kein Geschlecht. Das fehlt. Heilige! Ich dachte mir so im ersten Moment, ja, das macht ja keinen Schaden, aber wenn das mehrfach angreifen darf, dann ist das schon gar nicht mal so verkehrt. Aber gut, kann trotzdem nichts. So, heute dann auch wieder mit Live-Kommentaren, nachdem ich ja gestern so gefailt habe. Ja. Kommt ab und zu mal vor. Leider. Kommt ab und zu mal vor. Okay, ich kann keine Beeren mehr essen. Alles klar. So, das war... Was war es ja? Ihr hattet es in die Kommentare geschrieben, was... Wirklich. Ist klar. Ich meine, warum sollte es auch mehr HP haben? Wunderbar. Ja, wie gesagt, gestern halt leicht gefailt mit meinem Mikrofon. Passiert. Ihr müsst wissen, ich muss mein Mikrofon separat, beziehungsweise, ja, ich habe ja ein Standmikrofon, separat mit Strom versorgen und das mache ich natürlich über Nacht aus. Und, da ich das Mikrofon bis... Hi, was ist denn hier kaputt? Das sieht ja lustig aus. Naja, auf jeden Fall, da ich eben bis zu dem Zeitpunkt noch nichts aufgenommen hatte oder noch mit niemandem im Discord geredet hatte, ja, war mein Mikrofon entsprechend noch aus und ja, dann habe ich halt aufgenommen und danach, als ich die Tonspur reingezogen hatte, festgestellt, ja, okay, du hast dein Mikrofon nicht angesteckt gehabt. War ein bisschen blöd. Muss ich gestehen. Huch, der will kämpfen, der da oben nicht? Okay. Ich dachte jetzt eigentlich hier, das ist so ein Professor, der will mir höchstens irgendwas erzählen, aber der will kämpfen. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich gestehen. Guck mal, hatte der, jetzt habe ich den Druck, da hat der Klick? Ja, der hat Klick, okay. Das sollte ja nicht das Problem darstellen. Und Zitrone. Oh, Leute. Wobei, eigentlich ist es mir lieb, wenn er irgendeinen Scheiß einsetzt, weil dann kann er nichts machen in der Runde. Dann macht er mir keinen Schaden. Was reicht jetzt zweimal Zitrone? Oh, nö, das reicht nicht. Lass mich raten, das verhindert, dass ich angreife. Nee, verhindert nicht, dass ich angreife. Hättest du gedacht, das verhindert einige Runden, dass ich angreife oder so, aber da tut's nicht. Wunderbar. Ah, gibt so gar keine Erfahrung. Das ist krass. Ach so. Ich sollte das Glück seinem Pokémon geben. Wir leveln aktuell Terry Bug. Also wäre es wahrscheinlich sinnvoll, es jetzt eben Terry Bug zu geben. Ach, hier unten ist, glaube ich, nichts mehr. Oh. Okay. Aber immerhin weiß ich Bescheid. Diese Anfangssachen erstmal. Es ist... Sowas müsste man... Wobei, ja, überspringen ist auch blöd. Oh ja, das gab tatsächlich mehr Erfahrung. Ah, und man kann hier doch drin fahren. Warum bin ich hier kein Fahrer drin? Ich dachte mir so, ja, ist eine Höhle.
da werde ich schon kein Fahrrad drin fahren können. Was zur Hölle bist du? Ich werde es hier einfach nochmal mit Kampf versuchen. Ich habe keine Ahnung, was das Ding ist. Aber das ist auf jeden Fall effektiv. Ah, okay. Okay, das ist Stahl. Kann aber auf jeden Fall nicht besonders viel. Aber ich mach mir immer wieder Schaden. Was macht, gewinnt es dafür? Der Angriff steigt, okay. Ich habe mich schon gefragt, die Initiative senkt. Warum? Und Gott, ey, das. Selbst wenn ich es töte, bekomme ich nochmal Schaden. Das ist ja auch fies. Aber gut. Wir nutzen mal weiter das Wasser. Nimmt sicher nichts, ob ich jetzt Wasser oder das andere benutze. Das ist leicht anstrengend, muss ich gestehen. Es gibt so krass viele Random-Kämpfe hier, aber auch. Ich überlege übrigens gerade, wie weit wir Terrybug leveln. Wahrscheinlich auf 31, vielleicht, wobei wahrscheinlich auch 32. Genauso wie unser Sidimantra. Ach, den muss ich direkt ansprechen, okay. Den muss ich direkt ansprechen. Ah, und ich habe mich gerade gefragt, wo ich danach weiterkomme, aber die komischen Kristalle kann ich ja verschieben. Ach, sieh mal eine an. Sieh mal eine an. Den kennen wir doch. Das wird Schaden machen. Das macht ganz schön Schaden, ja. Und das macht nicht so viel. Was habe ich eigentlich gegen ihn, was nicht will? Er hier ist schwach gegen die Flugattacken. Navitaub und alle anderen sind schwach gegen die Gesteinsattacken. Boah, das ist eigentlich schwer, ist es. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal dabei und hoffen, dass er mich nicht instant tötet und Rückkehr ihn vielleicht wegmacht. Shit, jetzt habe ich nicht schnell genug gelesen, was das machte. Och, wirklich? Komm schon, lass mich dich einfach töten. So, was macht das jetzt? Auf der gegnerischen Seite werden von... Okay. Seine Seite werden... Also meine gegnerische Seite. Okay. Ich dachte gerade, hä, die gegnerische Seite? Die gegnerische Seite von ihm aus bin doch ich. Warum schützt er mich? Aber... Ja, okay. Er schützt natürlich nicht mich, sondern er schützt meine gegnerische Seite. Das macht natürlich mehr Sinn. Na, wer kommt jetzt? Oh, die beiden kommen hinterher. Hallo. Ne, jetzt habe ich zu schnell weiter. Ich würde sagen, wir haben mittlerweile eigentlich genügend Daten da beisammen. Diese Höhlen gibt es schon seit ewigen Zeiten. Ich finde allerdings keine Indizien da, die darauf hinweisen, dass das Klick schon länger als 100 Jahre existiert. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass Klick vor 100 Jahren ganz plötzlich hier aufgetaucht sein muss. Woher kommen die Pokémon? Wohin gehen sie? Wenn ich die Antworten auf diese Fragen finde, können wir in noch größere Harmonie mit ihnen zusammenleben. Davon bin ich fest überzeugt. Du, Kundran, Pokémon sind schon faszinierende Lebewesen, nicht wahr? Manchmal frage ich mich, warum diese großartigen Geschöpfe sich überhaupt mit uns abgeben. Das war alles, was ihr jetzt erzählen wolltet. Also, was hast du hier so? Ah, das ist auch ein Trainer, okay. Die Höhle ist ganz schön groß, muss ich sagen. Mal gucken, sitzt da irgendwas von diesen Blitzdingen hier direkt ein, oder? Ja, macht sie die Mantur. Alles klar. Eigentlich bin ich da ja mit hier normalen Attacken gar nicht mal so gut
gegen gewappnet. Was hatte ich eigentlich sonst für Undicht? Dürfte eigentlich wahrscheinlich nichts machen, oder? Ach, nee, nicht wirklich. Wie war Kampf nochmal gegen Gestein? Oh ja, das ist effektiv. Das war effektiv, okay. Ich sollte mir das einfach irgendwann mal merken. Oder mir eine Tabelle nebendran legen. Aber das wird... Da wehrt er meine Attacke ab. Nur um dann selbst eine defensive Attacke einzusetzen. Das ist ja auch ein bisschen frustrierend. Aber gut. Oh, Terrybug ist jetzt, glaube ich. Ja, ist jetzt schon 31. Boah, das heißt, ich muss mir gleich echt was überlegen, dass ich ein anderes Pokémon einsetze. Heilige. Ja, das könnte schief gehen. Ja, was haben wir denn dagegen jetzt Sinnvolles? Könnte ich Efrosep einsetzen, glaube ich, oder? Oh, stimmt, Efrosep ist ja auch schon 31. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass Efrosep auch schon so weit ist. Oh, wobei, nee, effektiv nicht, aber Volltreffer. Ja, das sieht doch gut aus. Also mittlerweile werden meine Pokémon auch so vom Level her wieder so ein bisschen angepasst, sage ich mal. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Gefällt mir bis jetzt ganz gut, wie ich hier vorankomme. Außer, dass die Höhle, wie gesagt, ziemlich riesig ist. Nein, nicht Hypertrank, nein. Bin ich jetzt bescheuert? Ach da, Supertrank. Beiden mal eben verheilen. So, Terrybug machen wir jetzt noch auf 32. Ich befürchte, ich kann das Ding nach rechts gar nicht wegschieben. Aber na gut, da werden wir gleich sehen. Terrybug hat auch so langsam schon ein Attackenproblem, glaube ich, oder? Ja, wobei es geht. Es geht. Das ist sehr effektiv, aber macht quasi keinen Schaden. Das ist super. Sowas brauche ich. Attacken, die sehr effektiv sind und keinen Schaden dabei machen. Werde ich wahrscheinlich jetzt nochmal Knirscher machen. Oh ja, davon habe ich noch mehr Attacken. Ja, damit fällt es aber auch um. So, ich denke, einen Kampf machen wir noch. Mal gucken. Ah, hahaha. Komm mit. Vor uns liegt eine Treppe, die nach unten führt. Dort wartet Team Plasma auf dich. Okay. Oh, da haben wir noch einen Hypertrank. Sehr schön. Ich muss allerdings tatsächlich mal ganz kurz überlegen, wie ich jetzt hier in den Kampf gehe. Ich überlege gerade, ob ich einfach alles mal heile eben. Weil wer weiß, was bei Team Plasma mich jetzt erwartet. Aber auf der anderen Seite... Boah, boah. Ja, ach komm, was soll der Geiz? Wir haben ja... Geld haben wir mehr als genug. Dann kann ich jetzt auch eben ein paar Tränke einsetzen. Auch wenn das hier zum Teil verschenkt ist. Aber gut. Warum bin ich eigentlich... Oh, guck mal. Warte, hier wartet tatsächlich noch eine weitere Trainerin? Wirklich? Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, okay, wenn die jetzt mich schon zu Team Plasma schicken, dann werden die schon... Wird hier schon Ende sein, so gesehen. Also dann wird hier schon nichts mehr kommen. So, und damit wird Terrybug jetzt in dem Kampf vermutlich 32, denke ich.
Erhöre du mal deinen Spezialangriff. Wird dir auch nicht helfen. Das könnte jetzt töten. Da die Verteilung nochmal gesenkt worden ist. Und ich fast die Hälfte. Ja, sehr schön. Nice, nice, nice. Damit sind wir 32, schön. Jetzt haben wir zwei 32er. Ich denke, wir können tatsächlich stumpf in die nächste Arena gehen. So. Oh, und es entwickelt sich. Nice. Schön. Schön, schön. Was wird denn da jetzt draus? Ich hab gesagt, das nächste sieht wieder furchteinflößender aus. Ach du, heil. Ach du. Das sieht ja mal niedlich aus. Also da hätte ich ja keine Angst vor, wenn ich dem gegenüberstehe. Wir haben jetzt also ein Bisspark. Heilige. Alles klar. Das ist ja eine Schönheit, haben wir da jetzt bekommen. Ach scheiße, das hier war Flug. Egal, wir sitzen jetzt trotzdem auf die 1. Oh, und durch das Level Art hat es nochmal ordentlich HP bekommen. Erste Pokémon, was über 100 Leben jetzt hat bei mir. Nicht schlecht. So, aber eigentlich müsste doch mit den Gesteinen. Wobei, das hatte ja nicht so viele Gesteinattacken, wie war das? Ja, genau, das hat nur die eine hier. Sie wird wahrscheinlich töten, könnte ich mir vorstellen. Die Gestein war nicht gut dagegen, okay. Ah ne, Boden war gut dagegen, shit. Was macht denn, wie viel Schaden macht denn Flug? Okay, das ist nicht sehr effektiv, macht aber mehr als genug Schaden. Oh, aber Donnerschock könnte jetzt... Okay, das macht relativ viel Schaden. Aber ich sollte es trotzdem jetzt einfach töten können. Ja. 4 XP mache ich damit natürlich jetzt nicht. Nein, auch Leute, ich will doch einfach jetzt nur die Treppe runter. Ich wollte da noch einmal ganz kurz gucken, ob da irgendwas ist. Und dann wollte ich die Treppe runter. So, ich habe keine... Stahl kenne ich wieder, wie gesagt, eigentlich wirklich gar nicht. Was dagegen gut ist, was dagegen schlecht ist. Das ist auf jeden Fall mal nicht so schlecht. Aua. Aua. Supertrank dürfte reichen. Das war verdammt schmerzhaft. Achso, ja, da macht es wieder selbst Schaden und... der reduziert seinen Wert und steigert einen anderen. Das ist kein Problem. Das Eisenstachel-Ding ist aber schon so ein bisschen fies, muss ich gestehen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch kurz die Treppe runter. Und hoffen, dass hier jetzt nicht direkt groß was anfängt. Nee, wir laufen hier noch ein bisschen weiter. So, da die Zeit schon relativ weit vorangeschritten ist, beenden wir die Folge für heute. Beim nächsten Mal geht es hier dann weiter. Ich bin gespannt, wer oder was dieses Mal von Team Plasma auf uns wartet. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!